ist ja die Night of Joy bei Peuninger. Was darf denn eurer Meinung nach bei einer Nacht der Freude auf gar keinen Fall fehlen? Also Liebe, sag ich gleich, auf jeden Fall. Und gute Menschen. Lieblingsmenschen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also Freunde oder Menschen, mit denen man viel Spaß hat. Das, ich glaube, ohne die wäre es auch keine Night of Joy. Ja, erstmal natürlich die tollen Gäste, dass man sich wunderbar dafür anzieht. Und natürlich eine tolle Party im Anschluss. Ja, natürlich das ganze Rahmenprogramm. Ja, das geht über Gastronomie, das geht über Akustik. Wir haben den Tölzer Knabenchor, wir haben Enzo Lange, wir haben ein tolles DJ-Duo, gehört für uns für eine gute Party dazu. Gute Musik. Gute Musik hören wir. Ich finde, Musik läutet einfach so die Weihnachtszeit ein. Ich verbinde Weihnachten immer mit Musik. Und gute Leute, Freunde, ich sehe mich hier um und sehe einen Haufen. Und ich bin auch mit einem guten Freund gekommen, Stefan Luca. So, das ist schon alles. Ich glaube, gute Musik und gute Freunde. Freunde, Drinks. Alkohol natürlich, oder? Also. Na ja, klar. Ist das so ein Special Drink, den du immer an Weihnachten mixt? Oh Gott, das ist schwer. Ich glaube, weihnachtlich wäre für mich jetzt eher so ein Whisky oder so. Aber sonst wäre ich eher so beim Munich Mule, glaube ich. Alkohol, um dann auch vielleicht mal ab und zu die Familie zu ertragen oder einfach was Schönes? Einfach was Schönes. Meditativ. Und auch ein bisschen die Familie zu ertragen, aber auf eine positive Art. Essen. Alles, was das Herz begehrt. Nein, ziemlich perfekt hier. Ja, haben sie ganz gut gemacht, würde ich sagen, oder? Was die meisten Promis mit Weihnachten verbinden und was ihre schönsten Erlebnisse sind, das haben wir sie natürlich heute Abend direkt einmal gefragt. Ich glaube, dass wir immer zusammen waren. Ich meine, wir sind eine große Familie. Ich habe 7 Geschwister. Und wir hatten das Glück, dass wir irgendwie immer noch irgendwie alle zusammen sind. Also bei uns ist Weihnachten immer sehr festlich und sehr schick. Meine Oma achtet darauf, dass wir alle schick gemacht sind. Und ja, früher war das immer so das Christkind, die Glöckchen. Diese Klingel, so als Kind, oh, jetzt darf ich endlich rein. Keiner durfte davor ins Wohnzimmer und dann durften wir alle rein. Dann war der Vorhang so am Wehen im Fenster, dass man dachte, oh, das Christkind ist gerade aus dem Fenster geflogen. Also da erinnere ich mich gern zurück. Oh, es wird immer Weihnachtslieder gesungen. Ich glaube, ganz normal, wie bei den meisten, oder ich weiß gar nicht, ob es bei vielen Familien so ist, aber bei uns wurden tatsächlich ganz katholisch Weihnachtslieder gesungen. Ja, leider. Es gibt auf jeden Fall immer Stille Nacht, Heilige Nacht, was nur meine Großmutter singt. Mehr schlecht als recht. Wir stehen daneben und lachen. Und dann gibt es jedes Jahr Fondue. Jedes Jahr. Ich kann schon nicht mehr sehen. Und dann natürlich den legendären Glühwein meines Vaters, der natürlich der beste ist, den es gibt. Einfach die Zeit zusammen zu sein. Also wir wohnen alle in verschiedenen Städten, was traurig ist. Und an Weihnachten kommt man so zusammen und kommt runter und das genieße ich sehr. Sich mit Freunden auf dem Christkindesmarkt treffen, dann zum Champagner trinken, dann für die Familie fertig machen, nochmal Freunde besuchen. Also es ist schon, es ist anstrengend. Aber macht ganz viel Spaß dabei. Wir wechseln jedes Weihnachten durch. Also ein Jahr sind wir bei meiner Tante und meinem Onkel, ein Jahr bei meiner Oma und ein Jahr bei meiner Mama. Und das ist so unsere Tradition. Ansonsten wichteln wir seit 3 Jahren ungefähr, damit dieses ganze Schenken nicht zu viel Überhand nimmt. Und das finde ich auch ganz angenehm. Seid ihr eher Team Rausputzen oder eher der gemütliche Weihnachtspulli mit Motiv vorne drauf? Rausputzen, definitiv. Ja. Team Rausputzen. Ja, absolut. Ich fände es ja eigentlich ganz lustig, sich mal so einen total abgefahrenen, hässlichen Weihnachtspulli anzuziehen und irgendwie so eine Challenge draus zu machen. Nee, schon. Ich finde es schon schön, sich hübsch zu machen an Weihnachten.
Also ich mag es schon so gern festlich. Also am Morgen danach immer ugly Christmas Sweater mit der ganzen Familie beim Frühstück, aber am Abend selbst immer glamourös. Ich liebe Pailletten. Also Pailletten sind leider gar nicht so meins, ich weiß nicht warum, aber ich liebe es, an anderen zu sehen. Schon eher Glitzerkleid. Wenn schon, denn schon. Es gibt ja nicht so viele Locations, wo man es anziehen kann. Dementsprechend, sobald Weihnachtszeit, festive, Glitzer. Ich finde, es sieht super festlich aus, aber ich bin irgendwie an Weihnachten immer eher so in einem Weihnachtssweater unterwegs. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich, ganz gechillt, damit der Bauch Platz hat, wenn man sich die Plauze vollgeschlagen hat. Nein, nein, ich bin ja sehr traditionell, wir kommen ja vom Land. Bei uns ist eher die Tracht, das ist bei uns normal. Gibt es dann richtig eine Weihnachtstracht? Naja, eine Weihnachtstracht nicht, aber die Tracht, die man halt bei uns trägt, ja. Ich mag das. Mit 16 war es ein bisschen unangenehm und peinlich. Aber jetzt schätze ich es umso mehr. Es ist was Schönes. Wir geben uns da immer sehr viel Mühe. Ich brauche noch ein Outfit für meinen kleinen Sohn, weil ich finde, für kleine Mädchen gibt es total süße Sachen und für Jungs ist es so ein bisschen, aber ich werde irgendwie einen schönen gestrickten Pulli oder so. Mal schauen. Oder Hosenträger oder irgendwas Süßes fällt mir schon ein. Ich glaube, ich werde jetzt nicht so schick wie heute Abend und doch aber ein bisschen schicker, so wenn die Family kommt. Meine Mutter findet es auch mal ganz nett und so, wenn alle Kids mal sich schick machen für Weihnachten. Also in der Hinsicht, vielleicht ohne den Sakko mit Rollkragenpullover und so, ja, in schwarz, warum nicht? Was ich persönlich immer cool finde, dunkles Sakko und Rollkragenpullover, ist so ein cooles Ding. Aber es kommt so ein bisschen auf das Motto an. Schreib's gerade einen Kollegen neben dir. Ja, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Hat abgefärbt. Ja, kommt letztendlich immer ein Stück weit auf den Anlass auf an, aber ich bin auch dabei zu einer guten Weihnachtsparty. Mittlerweile echt ein Sakko, schöner Pulli, schönes Hemd, einfach ein gepflegtes Outfit. Ich bin an Weihnachten tatsächlich, das hat sich so eingebürgert bei uns, dass wir uns schon immer schick machen eher in der Familie. Ja, ist ja auch ein festlicher Anlass. Was sind denn da dieses Jahr so die Trends? Für Heiligabend? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde fast sagen, ein violettes Paillettenkleid. Ich glaube, hier haben wahnsinnig viele heute Glitzer an. Ich glaube, das ist schon so ein, also so Pailletten und viel Glitzer ist schon so ein guter Trend dieses Jahr. Mir steht das nicht so oder ich fühle mich nicht so wohl in Glitzer. Ja, das ist also violett, Lavender ist jetzt überhaupt eh die Farbe im Moment. Unsere Kamerafrau hat es auch an. Ich mag so dunkelbraun Töne dieses Jahr total gern. Finde ich voll schön. Auch wenn ich heute ganz in schwarz bin. Aber dunkel auf jeden Fall. Ja, dunkel. Dementsprechend, das ist gerade, glaube ich, wirklich so der Trend Number One. Ich glaube, es gibt gar keinen Haupttrend. Der Haupttrend für mich ist sich wohlfühlen. Und bei uns zu Hause ist es tatsächlich ein bisschen Glam. Man macht sich schick, da wird die Krawatte rausgeholt. Ich habe auch Freunde, da sitzt man gemütlich im Jogginganzug auf dem Sofa. Meine Variante wäre es nicht. Ich finde, das ist ein ganz besonderer Anlass und man macht sich dafür auch schick. So, dass irgendwie die Weihnachtszeit zu stressig ist. Wir haben irgendwie so viel zu tun. Aber natürlich muss man auch Geschenke einkaufen mit Black Friday und den ganzen Angeboten. Da wird es dann auch mal wild. Und mir geht es dann so, dass ich mich null mehr entscheiden kann, was will ich überhaupt. Was ist denn so Ihr Kauf, der immer geht und der immer eine Freude macht? Also, ich finde es eher grundsätzlich, weniger ist halt mehr. Also, wenn dann ein gutes Geschenk, dass man sich gut ausdenkt und lieber dann irgendwas ganz Kleines als irgendeinen Käse zu schenken. Ich glaube, es wird eh zu viel immer irgendwas geschenkt. Ich denke schon wirklich nach und ich müssen auch immer alle meine Geschenke zuerst aufmachen, weil ich immer so aufgeregt bin, wie sie es finden. Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe die geilsten Geschenke für alle. Hast du selbst einen Wunsch für dieses Jahr? Ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, keinen Wunsch. Es ist alles gut, wenn wir mit der Family zusammen sind, Freund, Hund, alles gut. Läuft. Ja, also ich habe dem Jonas schon eine Tasche gezeigt, die ich sehr gerne hätte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie spendabel er schon für den Vor-Christmas ist. Nikolaus! Ja, genau. Ich sag nur last minute. Er weiß ja schon mal, wo du hingehen musst. Ja, auf jeden Fall. Schon mal gut zu wissen. Last-Minute-Käufer, die sind ja oft verzweifelt und da greift man auch tiefer in die Tasche. Ist gar nicht so schlecht. Also ja, ich finde halt bei Weihnachten, also Geburtstag muss auf jeden Fall tiefer in der Tasche und Weihnachten ist mir eigentlich egal. Hauptsache es ist irgendwas vom Herzen tatsächlich. Ich wünsche mir persönlich eine tolle Zeit mit meiner gesamten Familie zu verbringen.
Das ist in der letzten Zeit etwas kurz gekommen. Das ist mir eigentlich am wichtigsten gerade, ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Eine gute Zeit zu haben, ein Stück vielleicht auch ein bisschen Rückzug, ja, und gute Zeit mit der Familie. Ja. Und noch einen guten Rolli und einen Sakko. Richtig, genau. Wir haben ehrlich gesagt ein bisschen aufgehört, uns so viel zu schenken. Und wenn es ein Last Minute, bin ich so ein Fan von so irgendwas kaufen und schenken. Also grundsätzlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich irgendwie eine Duftkerze, weil ich das finde, das kann man irgendwie immer gebrauchen und es ist irgendwie immer was Schönes. Aber ich schaue schon, wenn ich was schenke, dass ich mir wirklich Gedanken drüber mache. Seid ihr so Last-Minute-Käufer oder plant ihr das schon richtig im Voraus und sagt, wenn was Gescheites? Ich plane immer im Voraus und wenn das was Gescheites, wie du sagst. Ich habe tatsächlich eine Liste und weiß genau, selbst wenn ich am 23. noch losgehe, ich weiß, was ich will und ich weiß, wo ich es bekomme. Ja, und vor allem, wir sind ja permanent umgeben von den schönen Dingen des Lebens. Also permanent, das heißt, Last-Minute ist gar nicht möglich, weil wir permanent auch an Geschenken vorbeilaufen. Last Minute passiert nicht. Nein, ich bin ganz Last Minute. Ich war teilweise schon mal am 24. Geschenke kaufen. Ich nehme mir jedes Jahr vor, früher dran zu sein, aber es klappt leider nicht. Last Minute, immer. Ich bin immer, ich sag jetzt mal ganz einfach, der Idiot, der am 24. noch Geschenke kauft. Immer. Ich bin tatsächlich ein absoluter Last-Minute-Käufer. Ich mache mir zwar sehr viel Gedanken, was ich wem schenke, aber schiebe das dann bis in die letzte Woche vor Weihnachten und dann wird in die Stadt gerannt, schwitzend und noch alles schnell besorgt. Also jedes Jahr nehme ich mir vor, es früher zu machen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Ich bin der größte, wie sagt man so schön, Procrastinator, den es so gibt. Also wirklich auf den letzten Drücker. Wenn ich weiß, dass jemand sich was wünscht, dann kaufe ich das auch schon mal im Juli. Aber es gibt natürlich auch die Last-Minute-Geschenke und da natürlich als Stylist verschenke ich sehr gerne auch Mode. Was mich total nervt, weil natürlich dann oftmals stehst du da und dann gibt es es dann doch nicht mehr in der Größe oder so. Aber ich weiß auch nicht, das ist so eine Angewohnheit, das muss ich mal ändern. Ich schiebe gerne so und das ist natürlich für Weihnachten nicht so cool. Ich bewundere Menschen, die jetzt schon alles gekauft haben. Schon mal schief gegangen und Sie waren dann ohne Geschenk dagestanden? Nicht wirklich. Ja, also wenn, dann rettest du dich dann raus mit sowas wie Gutschein. Aber ich finde, Gutschein, der ist wirklich das Allerletzte. Viele Leute verteufeln Gutscheine so. Ich freue mich immer total über Gutscheine. Gutschein ist echt so, da weiß dann derjenige, der beschenkt wird, okay, du hast es nicht geschafft oder du hast dir keine Gedanken gemacht oder sowas. Also ich finde, von einer Brand, die ich mag oder von einem Restaurant, wo ich gerne essen gehe, finde ich es toll, wenn ich einen Gutschein habe. Deswegen, Gutscheine gehen immer. Und ansonsten irgendwas, was einem selbst gefällt. Eine ganz tolle Duftkerze oder ein Parfum. Kunst. Oder ein Raumduft. Ich liebe Düfte einfach. Oder meine Mama, meine Oma, die freuen sich immer über irgendwas, was aus meinem Kleiderschrank quasi rausgenommen und ihnen geschenkt wird. Deswegen höre ich da immer so auf mein Bauchgefühl. Welche Lieder dürfen denn auf gar keinen Fall fehlen an Weihnachten? Oh du Fröhliche. Oh Gott, man kann es sich nicht anhören, wenn ich singe. Wir lassen es lieber. Oh wow. Also ganz ehrlich, wir sind jetzt nicht die Family, die noch vor der Bescherung anfängt, Lieder gemeinsam zu singen. Das wäre auch bei mir jetzt nicht so wahnsinnig gut angebracht. Kevin, wir zu meiner Frage, ob Sie uns was vorsingen. Ja, genau, das glaube ich, vergessen wir. Aber was wir immer gerne hören, sind natürlich die Klassiker. Stille Nacht, O Tannenbaum, ich glaube, das sind so die Klassiker. Wild Christmas natürlich ist heute inzwischen auch ein Klassiker. Was noch? Last Christmas, habe ich tatsächlich schon gehört. Last Christmas. Ja, Last Christmas geht eigentlich immer. Oder Driving Home for Christmas, höre ich immer, wenn ich nach Hause fahre. Finde ich immer schön. Also ich finde, Last Christmas kann man so zweimal hören. Danach kriege ich meistens einen Nervenzusammenbruch. Und dann, es gibt von Coldplay auch den einen Song, der ist auch noch ganz schön. Christmas Lights, genau. Ja, der ist okay. All I Want for Christmas. Mariah ist meine absolute Christmas Queen. Und ich finde auch, man kann ab jetzt schon Christmas Songs hören. Ich zelebriere das dann im Auto und zu Hause beim Kochen und so. Also ohne Weihnachtsmusik ist kein Weihnachten. Singst du dann auch selbst immer mit? Laut. Ich liebe Have a Holly Jolly Christmas und Jingle Bells. Jingle Bell, Jingle Bell. Ich mag die Klassiker eigentlich, ja. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich bin da eher so auf die modernere Variante, aber lass mich generell erstmal gerne überraschen. Ich höre immer alles querbeet, aber
Ich mag ja das Weihnachtsoratorium, aber nur an Weihnachten, komischerweise. Dafür ist es auch geschrieben. Aber ich mag es wahnsinnig gerne so. Dürfen wir denn mal Stille Nacht, Heilige Nacht hören? Von mir? Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich habe zu Hause immer gesungen. Das hört sich gut an. Hört sich gut an, ne? Hört sich vor allem auch geübt an. Ich habe tatsächlich auch in einem Knabenchor mal singen dürfen. Sehr laut. Du möchtest mir jetzt mal hören? Nein, auf gar keinen Fall. Das hat einen Grund, warum ich Moderatorin und nicht Sängerin geworden bin, weil ich kann wirklich nicht singen. Aber unter der Dusche und im Auto muss mein Sohn das dann im Auto schon mit ertragen. Ja, ich singe nicht so schön. Deswegen, aber das machen die Kinder und die machen das wunderschön. Die lernen jetzt gerade die ersten Instrumente und dann... Es war nicht alles ganz gerade und Ding, aber um das geht's ja nicht. Es ist einfach schön, wenn Sie Musik machen. Ich war in Musik richtig schlecht, genau, und wir wollen, dass die Gäste da bleiben. Oh Gott, ich glaube, bei der musikalischen Kulisse wird schwierig. Nächstes Mal. Jingle Bells Rock. Ich weiß gar nicht, wie der Text weitergeht. Oh, Tannenbaum? Oh Gott, keine Ahnung. Das wollen wir jetzt mal hören. Kannst du es mal kurz abstimmen? Auf gar keinen Fall. Das will wirklich keiner hören. So schlimm? Ja, wirklich. Das ist ein ganz, ganz, ganz weher, tiefer Punkt. Ich habe früher mal inbrünstig an Weihnachten und Ostern Lieder gesungen und werde heute deswegen immer noch verarscht. Deswegen, ich singe besser nicht. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ja, singen ist was ganz Schönes und befreit auch die Seele.